So, meine Aufnahme ist gestartet. Okay. Oh, es ist viel los, ey. Also ich hätte nach Metz was, nach Frankreich. Nach Frankreich? Warte mal, ich muss mal gucken. Ach. Ja, ich schaue einfach hier im Auftragsdingsbums. Frachtmarkt nach Frankreich, sagst du? Ja. Guck mal. Ich hab nach. Was? Nach Frankfurt. Straßburg, auch Frankreich. Und was hast du gesagt? Metz? Metz, ja. Und dahin noch nach Lille oder so. Irgendwie ganz komisch, ja. Lille? Lille oder. Ja, das ist ziemlich weit oben. Unter Belgien. Ah, ich habe auch was nach Metz. Nee, ist aber Straßburg. Ah, nee, ich muss ja. Ach, ich habe schon lange nicht mehr gespielt hier in Nürnberg so. Genau, da klickst du erstmal drauf. Genau. Nürnberg. Ich hab Erfurt, Stuttgart, Erfurt, München. Hast du was von München? Nee, gar nicht. Erfurt? Auch nicht. Ich hab nur Nürnberg als deutsche Stadt. Du kannst nur Nürnberg. Hast von Nürnberg nach Nürnberg, ja. Du kannst nur Nürnberg nach Nürnberg fahren. Mit wem redest du? Oh, es ist uncool. Ich red grad mit Uwe. Warum höre ich den nicht? Weil er drüben TS das eine Aufnahme macht. Achso. Ja, ich hab mit Nürnberg München, ich hab nichts irgendwie anders. Hast du nach Slowakei? Gar nichts, ich hab nur Deutschland, gar deutsche nix. Routen. Scheiße. Das ist richtig blöd, ja. Vielleicht mal schlafen? Kann ich nicht, war gerade schlafen erst vor ein paar Stunden. Ja, da ist schon wieder springende Hänge. Nach München, aber nehmen wir mal eine Leerfahrt. Oder mache ich. Machst du halt eine Leerfahrt mit? Ui, war das knapp. München ist eh nicht weit. Dann naja, würde ich in München Leerfahrt fahren. Ja. Und dann können wir mal gucken. Hier Nürnberg, München. Aber das. Oder Erfurt oder München? Ist mir egal. Mach mal München. Bleib mal in Bayern. Bei München fallen wir noch nicht. Okay. Warte, ich hol mir meinen Anhänger ab. Ich fast draus geworden, Alter, aus dem Spiel. Aus dem Multiplayer. Also, du folgst mir, oder? So sieht's aus, ja. Ja, die Frames halt, das müssen sie irgendwie noch hinkriegen. Ja, da liegen ja über 1000 Spieler auf dem Server, Alter. Das Ding läuft für 2 GB. Und 2 GB? Ja, und 10 läuft das Ding, ja. Der Server? Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon aufgestockt haben, aber die Server laufen, also wo ich das noch wusste, mit einem Xeon und 2 GB Arbeitsspeicher. Boah, ist ja nix, ne? Ja, die brauchen halt auch nicht viel, ne? Ist ja bloß. Ups! Fahren ohne Licht. Da ja, bloß die Synchro, die gemacht werden muss, ne? Die ganzen Abfragen, wo die Leute stehen. Jo, neue LKW auch noch, ne? Schicke Sache. Oh, ich bin gerade zu schnell gefahren, 2 km/h zu schnell. Vor allem, wenn du dann gerade raus bist aus der Stadt, merkst du auf einmal, wie die Frames so. Boom. Nee, du bist da oben, ne? Ja. Jetzt. Ja, Mann. Von 17 auf 32. ich hab wieder volle 60 jetzt. Oh, aber ich bin drüber, ne? Ist noch rot? Ist rot, ja. Ich warte mal einfach, ich beweg mich jetzt nicht. Von der Rätsel auf der Leitplanke oder so. Da siehst du, ob das rot oder grün ist. Ne, ich sehe gar nichts. Es ist grün. Ist das grün? Ach, hätte ich an der anderen Ampel da vorne erkennen können. Oder so, ja. Das war auch früher das Problem, da waren die Ampeln nicht synchronisiert mit den Spielern. Hat Daniel vorhin schon gesagt, ja. Einer hatte rot, der andere hatte grün, ja. Das war total geil. Oder einfach mal alle Ampeln grün gewesen. Das war auch cool. Ah, die haben in letzter Zeit ziemlich viele Updates rausgehauen hier.
Weiß ich nicht, kann ich nichts sagen. Ich hab die bei Facebook. Und da, ja. Ich glaube in einer Woche haben die 3 Updates oder so rausgehauen. Oder 2. Okay. Also nimmst jetzt ziemlich ungewöhnlich ist. Na? Nimmst du jetzt eigentlich auch schon auf? Ich nehm gar nicht auf, nee. Ich hab kein OBS jetzt an bei mir. Ach schon, okay. Ja, ich weiß nicht, Shadowplay läuft bei mir halt einfach instant, ne? Also es ist immer an. Weil ich will immer schön meine Frames sehen. Ja, Shadowplay ist bei mir hoch an. Das ist, glaube ich, gerade diesen Twitch-Scheiß drunter bei mir. Kannst du ja streamen? Ja, muss ich mir das anmelden, ja, okay, wirst du. Bei GeForce Experience brauchst du ewig lange zu starten. Geht. Ja, ich muss mal gucken, mein Arbeitsweg, ob der im Dual-Channel läuft oder Single-Channel oder so. Hören. Ja, die sind hier Opfer. Mal läuft der Rechner übelst geil. Und mal kannst du eine Tonne kloppen, ja, kannst du anschieben. Windows-Installation. Kannst du einfach. Ja, ich mir letztens so ein Ding angeguckt, das. Ja, wie man Dual-Channel richtig konfiguriert. War schon extrem interessant, also. Es kann passieren, wenn man das falsch macht, damit der mal sagt, okay, du hast jetzt die vollen. Oder er sagt, du hast jetzt bloß die Hälfte davon, weißt du? Ne, ich habe 8 GB auf Single-Channel, also das ist eigentlich uncool so, aber es läuft halt alles perfekt so. Das funktioniert. Ja, ich guck mal bei mir, ich habe bei seiner Programmierung gesehen, der hat AIDA 64, glaube ich, sind kostenlose Diagnosetool oder so. Naja. Und ja, ne, guck mir das mal an. Moin, guck mir den Rundumleuchten an. Ja, mach das mal. Ich hatte ja noch angehabt, ich komme nicht dran. Dafür kann ich. Eigentlich. Wenn wir jetzt nach Deutschland gesetzt fahren. Deutschland. Aber die Synchronisation ist ja besser, ne? Die haben sie auf jeden Fall cool gemacht, ja. Weil so zeitlang war es hier, ey, fahren wir nicht in Aber rein. Du hast. Was willst du von mir? Du hast den Megaping gerade, ne? Warum? Du hast 61 Millisekunden. Ach, das ist doch okay. Nur ETS. Sonst war ich das immer eine. Der übelst den Hoping hat. Ich seh's gerade. Ich glaube, der Server steht sogar in Frankfurt. Hä? Ich glaube, der ist da gehostet, ja. Der Frankfurt-Hosten ist halt fast am besten, ne? Weil ist ja, direkt ist halt der Knotenpunkt. Steht da zu regnen bei dir hoch? Nee. Ah, das haben wir noch nicht ganz hingekriegt mit dem Synchro. Bei mir regnet's nicht. Ja, das ist das Problem immer, wenn du noch, du kannst ja als Spieler selber einstellen, drehen soll oder nicht. Bei mir ist Regen angestellt, also ich hatte vorhin im Singleplayer hatte ich Regen. Okay. Also bei mir ist es auf jeden Fall angestellt. Das ist halt cool. Radar, also. Ja, kannst du mit 90 durchballern, das ist eine 80er Strecke. Blitzen nicht mehr. Es ist eh viel zu dunkel. Ja, genau. Vielleicht haben sie schon den Auffeldblitz nachgerüstet. Aber ist das geil, wenn du geblitzt wirst, damit du halt so richtig diesen roten Blitz siehst oder was? Das wäre geil. Ja, das wäre cool. Wenn ich bis so eine Meldung kriegst, ja, hier, Radarfalle etc. Kommt bestimmt noch. Ich hab's vorhin mit Daniel gehabt, es soll ja die Wechselbrücken kommen, ne? So. Das soll noch ein Gigaliner kommen mit 3 Aufliegern, Alter. Was? Das kommt aber richtig krank. Kommt aber direkt von SCS, das Ding. Hätte ich gesehen schon bei Facebook. Oh. Und blöd gezeigt, Alter, da waren wirklich 3 Auflieger hintereinander. Nice. Hat was. Du, deine kommst total komisch gerade vor, Alter. Ich laber hier und laber einen. Ja. Ja, wenn ich will, der hat schon, ne? Ja, 89 Kilometer. Dann sind wir in München. Ich bin hinter dir. Ganz fleißig. Was ist das eigentlich hinten neben dem Ping? Neben dem Ping und die Meter. Aber in welchen Test ist denn da oben? Bei TCC, Daniel. Aber wenn ich jetzt neben dir fahre, müsste jetzt fast gegen 0 gehen. Ich bin noch 12 Meter von dir entfernt. Nee. Ach, da ist der Uwe. Hallo Uwe. Hallo Daniel. Das ist halt die Meterzahl. Mit dir steht halt lokal, weil du bist halt lokal mit dir. Ja, pass mal auf, hört mal eben zu, Jungs. Ihr spielt jetzt ETS 2, ne? Multiplayer.
Was brauche ich denn jetzt dafür? Weil ich habe das schon lange nicht mehr online gespielt. Reset auf ets2mp.de. Moment. Geh im TS-Channel auf dem anderen TS, auf dem Alphys TS, ist die Installer-Exe im Dateibrowser. Runterladen, installieren, Spielverzeichnis auswählen, dürfte dir bekannt sein, reingehen. Beim Andi im Raum? Ja. Install ets2, ah, da, okay. Das einfach drüber installieren. Dann gehst ins Spiel rein, dann musst du dich anmelden und da registrierst du, klickst du auf Register, also registrieren halt und dann ist ja, registriert halt durch. Ja, registriert bin ich. Ja, okay. Dann ist ja gut. Alter, diese Scheißhuse geht mir so auf den Sack, Alter. Auf den Sack. Aber ist ein bisschen langweilig so ohne Autos, ne? Ja, Autos wollen sie auch noch mit einbauen. Aber ganz, ganz verringerter Traffic. Ja, ja, das muss ja, ne? Extrem verringert, weil sonst hast du zu viel hier, Alter. Ah. Denk mal, du mich auf die Performance gehen. Performance? Was ist das? Performance, ja. Performance. Also im Regen fahren ist schon geil, Alter, macht schon Spaß. Was? Im Regen? Ja, im Regen fahren, ja. Auf jeden Fall. Im Regen. Na, die ganze Zeit im Regen fahren ist natürlich auch kacke, so wie... Wie Epic Sim macht. Er fährt die ganze Zeit mit Dauerring. Echt jetzt? Ja, Mann. Hat er mir mal erzählt, er hat jetzt den Ring an. Ui. Die dürfen wir nicht raus. Seh dich hier nicht. Hm? Ich seh dich schon gar nicht mehr. Warum? Der Uhr knallt wieder mit 300 km/h da rein, oder? 300? 88 bitte. Können wir den nächsten Tag mal kurz anhalten? Ich muss mir meine Dachbauten anmachen. 23 Kilometer. Ach ne, die sind an. Okay, hat sich schnell nicht. Mando. 20 Kilometer, 19 Kilometer. Sind doch gleich da. Oh, zum Glück ging's da bergauf. Es ging bergauf und da war so. Müssen wir jetzt hier runter? Müssen wir hier runter? Ja! Er war voll an der Autobahnausfahrt vorbeigefahren. Ach schon, der Uwe knallt wieder mit gefühlt. Fahr einfach in der Weiter. Warum? Ey, kannst du hoch? Einfach fahren, ja, nee, einfach fahren. Nein, ich nehm die jetzt. Ich fühle die. Ja, ich nehm die. Mit 30 kippt er gleich wieder um. Ja. Ich hab das Straßen- das Ausfahrtsschild umgefahren. Ich hab das Ausfahrtsschild umgefahren. Zu welcher Firma musst du? Hm? Zu welcher Firma musst du? Ja, Abrissschimmer. Zum Schrottplatz. Zum Schrottplatz muss er. Einmal zum Schrottplatz, bitte. Knall den wegbringen, Alter. Ey Jungs, ich muss zum Schrottplatz. Warum? Ja, was abliefern? Ja, meine Zugmaschine. Boah, Alter, wie geil ist das denn? Die haben sogar die Ampelschaltung auf gelb blinken gemacht. So, ich bin ja mal an der Werkstatt. Freut sich über eine Ampel, Alter. Ja, das war total geil, Alter. Oh, geil, eine Ampel. Uhuhu. Ich hab's Ausfahrtsschild umkaut, das war auch gerade ziemlich cool eigentlich, ey. Nee, man, das ist voll cool mit dem... Das ist so realistisch, dass du mit dir an einer bestimmten Uhrzeit die Ampel gelb blinken. Jetzt muss der bei dir, der Bürgermeister, wieder raus, ne? Vielleicht der Bürgermeister, ja. Muss der Schild der wieder gerade stellen? Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Ich muss abladen bei... Ich bin jetzt bei MAN hier. Carrefour. Bin trotzdem bei MAN. Ja, dann sei doch bei MAN. Bin bei MAN mit meinem Volvo. Ja, freu dich. Was? Mono valid Game Version would like to try again. Ah, jetzt sag nicht, ich muss mein ETS zurücksetzen. Nee, musst du nicht. Ja, warum sagt er hier falsche Dings-Version? Muss auf die neueste Version. So, mal gucken, ob wir das jetzt auf Anhieb hier reinschaffen. Ich klicke einmal, sagt der falsche Version, klicke ich nochmal die extra an, jetzt geht's. Nee, das kann sein, wenn wir den mit dem Wintermod da war, war nicht in Ordnung. Ja. Kannst du aber ausschalten. Ja, ich hab noch nicht mal mit installiert. Ich bin bekannt bei Achse an. Euro. Warum? 1 oder 2? Euro 1. 2 ist quasi ohne Aufsicht, da kannst du quasi fahren wie du willst. Das war dieser komische Ramster, oder? Wisst ihr, oder? Hm. Oh,
so, ging doch recht flott. Wo seid ihr gerade? München. In München? So, fertig. So, Aufnahme aus.